Daggerborg zeichnet aus, dass wir ein ländlicher Raum sind. Wir sind ein Streusiedlungsgebiet. Ein Drittel der Bevölkerung wohnt außerhalb der Bauzone. Wir sind aber sehr gut erschlossen. Es hat eine Durchgangsstrasse. Es ist nicht ein Talkessel, wo es hinten fertig ist. Die Landwirtschaft hat sehr einen hohen Stellenwert bei uns. Und die Natur ist unser höchstes Gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, auch dass junge Leute wieder zurückkommen oder bleiben und wirklich auch da tätig sind, wie es auf den ersten Blick nicht so innovativ wirkt, wie es eigentlich ist. On a une belle région de Haute-Ajoie qui est plutôt avec un territoire agricole à la base, avec très très peu densifié en termes d'habitation. Puis on a quelques industries aussi, mais assez peu. Donc en termes d'emploi, on est plutôt sur un registre primaire et secondaire. Et puis après, il faut aller en ville si on veut avoir un petit peu plus davantage de tertiaire, quoi. C'est un exode des jeunes qui est vraiment très marqué, très peu de places de travail, en particulier pour les jeunes formés. C'est vraiment une difficulté de garder les jeunes. C'est pour ça aussi que quand on parle de numérisation, c'est important. Si on veut garder des jeunes puis qu'on veut qu'ils restent, qu'ils fondent une famille et qu'ils vivent dans ces régions, qu'ils puissent faire du télétravail, qu'ils puissent se développer dans des entreprises qui sont à la page et qui ne migrent pas dans les grandes villes pour avoir la vie qu'ils souhaitent, en tout cas professionnellement. Die SAB und SECO haben zusammen die NRP-Pilotmaßnahmen Smart Villages, Smart Regions im Rahmen des NRP-Berggebietsprogramms entwickelt. Und das Ziel ist es, mittels neuer Partizipationsformen und Digitalisierung einen höheren Lebensstandard, Lebensqualität in den peripheren Gebieten und in Berggebieten zu erreichen. Gleichzeitig auch eine bessere Ressourceneffizienz anzubringen, eine bessere Serviceleistung und natürlich auch regionalwirtschaftliche positive Impulse auszulösen. Uns nimmt es vor allem Wunder, was man mit der Digitalisierung im ländlichen Raum erreichen kann, dass der ländliche Raum eben lebenswert bleibt. Und das ist das, was wir versuchen, mit dem Programm einerseits herauszufinden und andererseits aber auch Menschen zu mobilisieren, Bewusstsein zu schaffen, dass es eben mit der Digitalisierung durchwegs auch einen Vorteil hat. Ich glaube, Digitalisierung ist nicht unbedingt eine Frage vom Alter. Es hat natürlich gewisse Hemmschwellen, wenn man es noch nie verwendet hat. Darum ist die Herausforderung sicher da gewesen, auch zum Digitalisierung mal mit anderen Worten zu erklären. Es ist ja nicht reine Technologie, sondern es ist ganz eine grosse Kulturfrage dahinter. Le principe, c'est une démarche participative pour implémenter, on va dire, des smart solutions qui pourraient en fait améliorer la vie citoyenne. C'est ça le cœur du projet. Les avantages du processus participatif, c'est que l'ensemble de la population a la possibilité de donner son avis sur ce qu'on peut réaliser, ce que l'on peut faire. L'idée, c'est vraiment d'aller vers le citoyen, de lui proposer un outil qui est en fait un atelier. Et puis dans cet atelier, on fait réfléchir à des thématiques. Alors là, c'était les thématiques Smart, mais on part pas du tout sur la numérisation, on part sur les ressources. Qu'est-ce que j'ai dans mon village, qu'est-ce que j'ai dans ma région que je peux en fait valoriser? Qu'est-ce qui est pas valorisé et que j'aimerais valoriser? Et c'est ça qui est génial dans les démarches participatives, c'est qu'on arrive assez vite à des consensus sans qu'en fait l'expert doive intervenir. Ich war überrascht von der Vielgestaltigkeit der Prozesse, die durchgeführt worden sind. Wir haben insgesamt 24 Gemeinden, die mitgemacht haben in diesem Programm. Die verschiedenen Pilotgemeinden haben rund 40 Massnahmen entwickelt während diesen Partizipationsprozessen. Und es ist ein bunter Strauß von Methoden, Vorgehensweisen angewendet worden, die immer zum Ziel auch geführt haben, nämlich zum Aktionsplan mit Massnahmen, die in einer gewissen Zeitdauer auch umgesetzt werden können, umgesetzt werden sollten. Und da bin ich wirklich überrascht, wie die Gemeinden das verschieden auch angepackt haben
und zum Resultat gekommen sind. Ja, wir haben drei Massnahmen skizziert. Das eine war die Online-Plattform, wo es darum geht, möglichst viele Informationen und Services und Angebote im Tal zugänglich zu machen und auch auf die Person, die es nutzt, bezogen individualisieren. Das zweite war das Heupäckchen, wo es darum geht, eigentlich eine Willkommenskultur zu lancieren und ein Päckchen für neu zuziehende oder aber auch neue Arbeitgebende zu gestalten, wo etwas Physisches ist mit einer digitalen Verbindung. Und das dritte war die Sharing-Kultur anzuregen, indem man eine Sharing-Plattform ins Leben rufen, wo man wirklich auch Gegenstände anfangen kann, teilen und nicht nur das Bibliotheksbuch, wie wir es kennen, von der klassischen Bibliothek. Donc les résultats à la fin des ateliers qui ont émergé, donc un plan d'action pour deux projets qui ont émergé, qui sont liés, c'est la place du village numérique et la place du village physique. Donc c'est très complémentaire et c'est ça qui était vraiment sympa. La place du village numérique, c'est une application qui permet en fait aux citoyens de s'échanger des services. J'ai perdu mon chat, je le note sur l'application, quelqu'un dans la région a vu mon chat et me contacte. Et l'autre partie de l'application, c'est une partie qui est destinée à la communication entre les communes et les citoyens. Une route est fermée, il y a une fête, on aimerait votre avis sur les votations, etc. Donc c'est aussi un canal supplémentaire pour une commune, pour dialoguer avec les citoyens. Et puis finalement, il y a toute une partie touristique de loisirs, plutôt, on va dire, pas touristique, parce qu'elle n'est pas destinée pour le touriste, elle est destinée pour le loisir des habitants de la région. Unser Antrieb war auch mit so einem gemeinsamen, gemeindeübergreifenden Projekt, auch das Wir-Gefühl in der Region zu stärken. Also das heisst, mehr unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Gemeinden machen etwas miteinander. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen. Des projets comme Smart Village qui sont un, il y a le financement qui est très important, mais il y a aussi l'impulsion que la Confédération donne. C'est vraiment un maillon important de la politique régionale en Suisse et on a beaucoup de chance d'avoir ces projets.